Hallo und herzlich willkommen hier aus Fulda. Mein Name ist Manuel Simon von der IGEL GmbH und wir sind hier bei der Verbandsversammlung vom ITRS, dem Industrieverband Technische Textilien, Rollläden und Sonnenschutz. Bei mir ist Thomas Helmer. Hallo Manuel. Thomas Helmer ist nämlich Herausgeber der Zeltnews. Da ist jetzt gerade das erste Magazin erschienen in der Zeltbranche. Thomas, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Magazin für die Zeltbranche zu entwickeln und auf den Markt zu bringen? Ja, ich mache schon 30 Jahre, bin ich selber Zeltverleiher und ich denke, es gibt ganz viel zu berichten in der Branche und vor allen Dingen ganz viel Netzwerk und das, die Branche ein bisschen näher, dichter zusammenzubringen, und das lässt sich einfach über ein Magazin, über so ein Medium am besten vollziehen. Was sind denn da so die Themen, die du siehst, über die du in dem Magazin berichten möchtest? Natürlich alles um Zelt, Neuheiten, aber auch Themen wie Arbeitssicherheit, Rechtssicherheit, die klassischen Arbeitgeberthemen von Mitarbeiter, Motivation, Umgang mit Mitarbeitern, aber auch Rechtssicherheit, was es darum geht, wie muss meine Homepage gestalten werden, und Arbeitssicherheit ist ganz wichtig. Da tun sich manchmal Abgründe auf, was man alles haben muss, und diese ganzen Punkte wollen wir dann immer mal wieder in verschiedenen Magazinen aufheben. Und ihr seid ja jetzt auch das neue Verbandsmagazin im ITRS für die Zeltvermieter und die Zelthersteller. Wie ist es dazu gekommen? Da haben wir uns mit dem Lars Gipfstein zusammengesetzt, weil es natürlich schön ist, wenn man gleich aus erster Quelle über Neuerungen berichten kann. Und das ist total spannend. Ich bin auch selber das erste Mal hier auf dieser ITRS-Versammlung. Und das ist wirklich also auch dieses Thema mit einem Ausbildungsberuf aus dem Bereich des Zeltbaus zu machen und sowas mitgestalten zu können. Und leider sind noch viel zu wenig Zeltverleiher hier in diesem Verband, weil das ist wirklich spannend, weil hier wird für die Zukunft geschaffen. Du jetzt auch als ausscheidender Zeltvermieter, würdest du denn den Kollegen, die noch nicht Mitglied sind, empfehlen, sich den ITRS mal anzuschauen und auf jeden Fall hier Mitglied zu werden? In jedem Fall. Also es lohnt sich in jedem Falle. Alleine nur der Austausch, das ist ein super toller Umgang hier untereinander, überhaupt kein Konkurrenzdenken, selbst wenn man nebeneinander ist. Und das ist halt wirklich fast schon wie eine große Familie, und nebenbei trifft man, dann kann Kontakte machen, und ich habe mitbekommen, dass manche Leute auch wirklich dann auch zusammengearbeitet haben. Also es ist wirklich, also es ist eigentlich schon fast schändlich, nicht drin zu sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Mehrwert, dass du dann auch hier bist bei den Verbandstreffen, auch mitbekommst, was in der Branche passiert, um dann auch wirklich darüber berichten zu können. Weil das, was ich hier im Verband erlebe, ist wirklich ein großer Mehrwert. Das ist ein unheimlich partnerschaftlicher Umgang. Es sind wirklich große Themen mit dabei, wie einen Ausbildungsberuf für den Zeltmonteur zu machen. Aber es ist genau auch dieses Thema, ja, wie macht man es eigentlich draußen? Was ist der Best Practice? Es gibt hier Dokumentenvorlagen, zum Beispiel für AGBs, für Langzeitmieten und Ähnlichem. Es gibt einen Rechtsbeistand und es gibt halt wirklich, man kann auch mal fragen, so, hey, wie macht ihr das eigentlich? Es gibt ein Qualitätsmanagementsystem und Konzept, das hier erstellt wird. Also hier findet auch wirklich eine Professionalisierung der Zeltbranche statt, und das ist das, worum es sich auch lohnt, mit dazu zu kommen. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten zum ITRS, blenden wir unter dem Video auch nochmal den Link ein. Und noch viel wichtiger, wie komme ich jetzt eigentlich an eine Zeltnews, wenn ich eine haben möchte? Also am besten, falls noch nicht bekommen, am besten auf www.zelt-news.de. Da ist auch das aktuelle Magazin drauf. Das erste ist noch ein bisschen dünn. Wir arbeiten dran, dass es dicker wird. Und dann einfach uns die Mail schicken. Dann kommt ihr in den Verteiler und nächstes Mal seid ihr automatisch dabei. Wird es das Magazin denn nur online geben oder auch als Printmedium? Das werden wir sehen. Erstmal jetzt online, aber darüber, über das Magazin ist aber noch weiter geplant. Also Social Media, klassisch Facebook, Instagram, auch ein YouTube-Kanal ist geplant, wo man auch mal wirklich den normalen Zeltverleiher dann besucht und einfach mal nicht immer nur die Großen zu Wort kommen, sondern auch der kleine und mittelständische Zeltverleiher auch mal zu Wort kommt und einfach auch mal vorgestellt wird. Und die Printmedium werden wir dann gucken, wenn wir soweit sind, kann man entscheiden, ob man das Printmedium oder nur online haben will. Und dann werden wir halt nur es ist halt nicht zeitgemäß, einfach nur Altpapier herzustellen, sondern wir werden so viel drucken. Wer das haben möchte später, kriegt halt eine gedruckte Version, und wer nicht, liest halt online.
Super. Also ich freue mich auf das Magazin. Wir sind auch im ersten Magazin vertreten, sowohl mit einem Artikel als auch mit einer Anzeige. Und dieses Engagement wollen wir tatsächlich auch einfach gerne fortsetzen. Und ich freue mich riesig, wenn Sie sich jetzt auch anmelden und sich regelmäßig die Ausgaben der Zeltnews hören und natürlich auch Mitglied im Verband werden. In diesem Sinne sagen wir viele Grüße aus Fulda, danke fürs Anschauen und wir sehen uns hoffentlich bald im Verband oder Sie sehen uns in der Zeltnews. Und spätestens nächste Woche sehen wir uns ja wohl alle in Dortmund auf der Messe. Genau. Falls ihr das, Sie das Video vorher noch sehen, vor dem 8. bis 10. November. Da sind wir nämlich auch oft als Aussteller auf der Structures International. Also, wir sehen uns und wir freuen uns auf einen weiteren Austausch.